Einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich nach Hause und an alle Handballbegeisterten, die heute eingeschaltet haben zur Handball-WM aus Polen und Schweden. Denn das zweite Spiel der Hauptrunde findet heute statt zwischen Spanien und Slowenien. Da trifft die Beständigkeit auf der Trainerposition gegen die Rotation auf slowenischer Seite. Der spanische Trainer Ribera bereits seine 8. WM, die er begleiten darf für die spanische Nationalmannschaft, während der Kollege auf der anderen Seite, Uroš Zorman, vor einem Jahr Ljubomir Vranjes beerbt hat, nach dem Ausscheiden bei der EM. Vorher war er Co-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft und jetzt Cheftrainer und damit der Kapitän an Bord auf der Bank für die Slowenen. Interessantes Spiel heute, denn die Gruppe 1 in der Hauptrunde, zu denen Spanien und Slowenien gehört, treffen dann im Viertelfinale auf die Gruppe 3. Und da ist die deutsche Nationalmannschaft mit am Start, die gestern Abend, ich würde mal sagen, ein kleines Ausrufezeichen gesetzt haben mit dem 39:19 Erfolg gegen die argentinische Nationalmannschaft. Und heute, da bin ich sehr, sehr froh drüber, habe ich mir in Gummersbach einen eingepackt, der als die größte Wade in der Handball-Bundesliga zählt. Lukas Blome, Rechtsaußen vom VfL Gummersbach und zudem noch Mannschaftskapitän vom Linksaußen der Slowenen, Tilen Kodrin. Hallo Lukas. Schönen guten Tag, Mike. Vielen Dank für deine nette Anmoderation bezüglich meiner Waden, das lasse ich mal unkommentiert, aber ja. Ich freue mich, dass du dabei bist, denn du bist auch ein absoluter Experte, was den Handballsport anbelangt. In der Handball-Bundesliga bist du unter den Top 10 Torschützen. Ich habe dich eben mal gefragt, du wusstest das gar nicht selber. Also da sieht man mal, wie bescheiden du eigentlich bist. Ich glaube, du bist Fünfter und sogar der beste Feldtorschütze, also kann sich ja durchaus sehen lassen. Ja, definitiv. Also ich glaube, es war jetzt, um meine persönliche Leistung jetzt nicht zu schmälern, war es nicht so zu erwarten, würde ich behaupten. Gerade meine ersten Erstligasaison nach unserem Wiederaufstieg. Und da bin ich sehr glücklich drüber. Aber man muss ja auch dazu sagen, dass in erster Linie der Mannschaftserfolg an oberster Stelle steht. Und der ist ja auch nicht ganz so verkehrt gewesen in der Hinserie. Und der Mannschaftserfolg ist auch wichtig für die Spanier. Denn nämlich die haben sich was ausgerechnet dieses Jahr. Die Zielsetzung war ganz klar, wir wollen wieder eine Medaille gewinnen. Das ist bei Spanien auch gar nicht so ungewöhnlich. Wenn man sich mal den Medaillenspiegel anschaut, sind sie ganz weit vorne mit dabei. Sie haben immerhin bei der EM 2018 Gold gewonnen, 16 und 22 war es Silber, bei der letzten WM war es Bronze und auch Bronze bei Olympia. Also denke ich mal, Spanien für dich Favorit heute im Spiel gegen Slowenien? Ja, absolut. Ich glaube, die Spanier haben eine Mannschaft, die lässt sich sehen, zumindest auf dem Papier. Glaube aber trotzdem, dass es ein sehr spannendes Spiel wird, weil die Spiele, die ich bis jetzt von Slowenien gesehen habe, wirklich auch sehr überzeugend waren. Und ich glaube, die Slowenen haben auf jeden Fall die Möglichkeit, vielleicht für eine kleine Überraschung zu sorgen. Ja, was am Ende bei rumkommt, das werden wir, glaube ich, in den kommenden 60 Minuten gut sehen können. Ich freue mich auch wirklich auf ein enges Spiel. Du hast schon gesagt, die Slowenen haben eigentlich gut gespielt bei dieser Weltmeisterschaft. Sie haben starke Starte, gut, gegen Saudi-Arabien war es nicht anders zu erwarten, dass man hochgewinnt, aber Polen, das hat mich ein bisschen überrascht, den Gastgeber ziemlich deutlich mit 32:23 in die Schranken gewiesen, auch gegen Frankreich, wo man sich mit 4 Toren hinten raus geschlagen geben musste, 35:31 war es, war man lange am Ball. Ja, ich glaube, man hat das gegen die Franzosen auch gut gesehen, es war zur Halbzeit sehr knapp, auch dann bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dann hat Frankreich so ein paar Undiszipliniertheiten und Flüchtigkeitsfehler der Slowenen ausgenutzt, dafür sind die Franzosen aber auch eben bekannt, dafür ist es dann doch eine der besten Nationen, die es gibt. Ja, und am Ende waren es dann -4, ich glaube, es war über die 60 Minuten lang ein gutes Spiel der Slowenen und man kann sehen, dass man mit den Top-Mannschaften mithalten kann und warum dann nicht auch heute für eine Überraschung sorgen. Absolut, und es gibt aber heute nicht nur Spanien und Slowenien auf dem Programm, sondern wir haben noch mehr Handball bei Sport Deutschland TV und mal kurz die Regie. Haben wir den Spielplan? Ja, da ist er auch schon. Und zwar haben wir gleich um 15.30 Uhr Slowenien gegen Spanien als Einzelspiel. Die anderen Spiele natürlich kann man sich auch bei Sport Deutschland anschauen. Das ist Kap Verde gegen Portugal und Chile gegen Uruguay. Heute Nachmittag stehen dann Iran und Frankreich sich gegenüber, ehe dann der Kollege vom Brasilien gegen Ungarn kommentieren wird und Saudi-Arabien trifft auf Südkorea. Am Abend dann in der Konferenz mit Carsten Pitschika, der einen Seite der Berliner Flügelzange, mit Ina Großmann, Montenegro gegen Polen und Island gegen Schweden. Auch interessante Spiele heute Abend. Ja, gerade glaube ich, das Spiel Island-Schweden, die beiden skandinavischen Mannschaften, kann sehr, sehr spannend werden. Ich glaube, die Stimmung in der Halle wird unbeschreiblich gut werden. Jeder, der in der Halle ist, wird, glaube ich, auch ein geiles Spiel sehen, wo
es wirklich kampfbetont sein wird. Die Isländer versuchen alles, das Spiel zu gewinnen. Und ja, da bin ich sehr gespannt. Das können wir alle sein, denn das wird wirklich ein, ja, ich würde mal sagen, Duell auf Augenhöhe. Isländer, kennst du genügend bei dir aus der Mannschaft? Widarsson ist dabei, Sturmason auf links außen. Dein Trainer ist auch Isländer. Wer ihn noch nicht kennen sollte in der Handballwelt, der hat irgendwas verpennt in den letzten Jahren. Der hat ein paar Vereine und ein paar Titel gesammelt, würde ich sagen. Aber wir haben natürlich auch noch Handball auf unserem YouTube-Channel. Und zwar ist das SDTV Handball. Jeder, der da irgendwelche Highlights sehen möchte, Top-Paraden von Andy Wolf, die er gestern auch wieder einige geleistet hat, oder ein paar Interviews mit einigen Handballern, der ist hier perfekt aufgehoben. Aber ich würde sagen, jetzt schalten wir mal rüber in die Halle und schnappen so ein bisschen die Stimmung auf, um auch zu sehen, wer alles aufläuft bei den einzelnen Mannschaften zwischen Spanien und Slowenien. Und hier sehen wir auch schon die slowenische Nationalmannschaft, angeführt von ihrem Kapitän Dolenec. Viele, viele Jahre war er beim FC Barcelona unter Vertrag. Mittlerweile hat er gewechselt nach Frankreich, nach Limoges. Ist auch dieses Jahr wieder mit bei den Top-Torjägern und hat jetzt die meisten WM-Spiele für Slowenien. Ja, ich glaube, wie du schon sagst, er hat lange Zeit beim FC Barcelona gespielt. Das können auch nur ganz wenige Handballer von sich behaupten. Das ist die Top-Adresse im Handball. Und da kommst du nicht einfach mal so hin, sondern da musst du auch vorher in deinem Verein schon eine gewisse Leistung gezeigt haben. Auch wenn man Linkshänder ist und du weißt, Linkshänder sind immer sehr begehrt. Bist selber einer, auch sehr begehrt natürlich. Und wir kommen noch ein bisschen zur Mannschaftsaufstellung generell von Slowenien. In den letzten Spielen konnte man gut sehen, Dejan Bombac, der Regisseur, der auch schon relativ viele Titel sammeln konnte, auf der Rückraum-Mittelposition. Dahinter Domen Marcuz, auch Champions League 20 und 21, also nur 2020, 2021 in der Saison natürlich. Auf der Rückraum-linken Seite wechselt sich ein bisschen ab, ist Alex Vlar, auch ein ganz interessanter Spieler und Top-Torjäger für die Slowenen bei der Weltmeisterschaft. Also die haben bisher ganz ordentlich geliefert. Ja, ich finde gerade bei Alex Vlar ein sehr, sehr 1-1 starker und agiler Spieler. Vielleicht nicht unbedingt der Größte, aber dann doch durch seine Schnelligkeit eben sehr, sehr interessant. Und ich glaube, das hat man in den Spielen davor auch schon gesehen mit der untypischen Überzahl der Slowenen, dass sie da dann doch auf die Schnelligkeit setzen und mehr den Platz für sich beanspruchen wollen, um mehr 1-1 und Lücken angreifen zu können. Und die unkonventionelle das Überzahlspiel hat mich auch tatsächlich überrascht. Man geht 5 gegen 5 ins Überzahlspiel. Hast du sowas vorher schon mal gesehen? Also ich eigentlich nicht. Nee, gesehen habe ich es nicht, aber ja, in Betracht dessen Aufstellungen, die Slowenen spielen, die haben eben nicht die größten Rückraumspieler, sondern sind eher, wie schon gesagt, die durch Schnelligkeit, durch viel Spritzigkeit 1-1-Situation und die nutzen eben dann die Breite des Spielfeldes aus, haben zwei Mann weniger, also einen Angriffsspieler und dann eben auch einen Abwehrspieler weniger und versuchen das dann eben so zu lösen. Das klappt meiner Meinung nach auch sehr, sehr gut. Und wenn die dann mal einen Gegenstoß fangen sollten, dann steht einer wie Blagotinček eben dann an der Mittellinie und kann das noch stoppen. Ist das ein System, was sich wirklich durchsetzen könnte, auch in der Handball-Bundesliga? Schwierig, ich glaube eher nicht. Ich glaube, das kommt dann auch immer ganz auf den Spielstil der verschiedenen Mannschaften an. Das muss eben zu einer Mannschaft auch passen. Das passt jetzt bei der WM als Überraschungsmoment, glaube ich, für die Slowenen sehr, sehr gut. Ob das jetzt in den folgenden Spielen auch noch so klappen wird, weiß ich nicht. Ich glaube, das wird dann schwieriger, weil sich die Mannschaften eben auch darauf einstellen. Und dementsprechend, glaube ich, sehen wir das nicht mehr allzu oft. Und hier haben wir auch jetzt die spanische Mannschaft einlaufen gesehen. Beim der letzten WM waren die beiden Dushebajew-Brüder nicht mit dabei. Dafür noch andere Granaten, auch bei Olympia. Gab ja einen großen Umbruch. Moros, Entre Rios, Sarmiento, Aguinagalde, alle in Ruhestand. Dafür rücken ein paar junge Spieler nach, aber sie haben da einen ziemlich großen Fundus in Spanien. Großes Potenzial. Hier sehen wir die Schiedsrichter aus Schweden. Mörser Kurtagic und Matthias Wettervik. Auch schon, glaube ich, der dritte Einsatz bei dieser Weltmeisterschaft. Und das Potenzial, ich habe es gerade angesprochen, bei der EHF Euro 22 im männlichen U20 und U18-Bereich, beide Male gewonnen. Ja, ich glaube, Spanien spricht auch für ihre Jugend. Die, wie du schon sagst, es sind viele alte, bekannte Spieler ausgeschieden aus der Nationalmannschaft. Und es rücken jetzt eben viele Junge nach und das schaffen die
beeindruckend gut, die Kader wieder so aufzufüllen. Und ja, dementsprechend, glaube ich, haben die qualitativ Riesenpotenzial und ich bin gespannt auf das Spiel. Und jetzt die Hymnen der beiden Mannschaften. Einige slowenische Fans haben sich verirrt nach Krakau in die Tauron Arena und jetzt hören wir aber erstmal die Hymne der Spanier. Auch einige spanische Fans anwesend, aber man sieht ziemlich leere Reihen heute bei diesem Spiel in der mit 15.030 fassenden Arena in Krakau. Eigentlich ein bisschen schade bei so einer Weltmeisterschaft, aber wir haben Freitag 15.30 Uhr. Ist jetzt nicht unbedingt die beste Anwurfzeit. Nee, definitiv. Ja, das Hallenbild sieht tatsächlich schon sehr, sehr leer aus. Ich glaube, das ist, wie du schon sagst, auch der Uhrzeit geschuldet. Aber nichtsdestotrotz finde ich, es ist ein sehr, sehr spannendes Spiel und wenn man gerade schon die Tabelle sehen kann, ist es glaube ich so, dass Slowenien mit einem Sieg gegen die Spanier eben auch tabellarisch an denen vorbeiziehen kann. Und ich glaube, das ist Ansporn genug für die Slowenen, auch wenn nicht so viele Zuschauer gerade in der Halle sind. Ja, du hast es gesagt, es könnte da tatsächlich so sein, dass eine Mannschaft, die jetzt heute hier spielt, auch auf die Deutschen trifft, dann im Viertelfinale. Dafür müsste natürlich Deutschland jetzt auch erstmal gegen die Niederlande gewinnen und auch gegen Norwegen vielleicht noch ganz gut aussehen, weil mit einem Sieg gegen die Niederlande wäre man dann weiter. Man hat bereits 6 Punkte. Spanien in der anderen Gruppe 6 Punkte führt diese an. Zweiter ist Frankreich und der dritte Platz eben durch Slowenien. Und hier sehen wir auch die Aufstellung der Spanier. Und einige werden 2 Namen vermissen. Das ist Alex Gomez-Abello, der Rechtsaußen, für mich einer der besten Rechtsaußen der Welt. Und auf der anderen Seite Arinho, beide verletzt, mussten leider absagen. Dafür auf der rechten Seite rücken einfach andere nach, die auch gar nicht mal so schlecht Handball spielen können. Mit nee, Solé und Odriozola. Absolut. Ich glaube, Solé von Paris auch gerade in den letzten Jahren bei den großen Turnieren, auch wenn Alex Gomez mal außergewöhnlich nicht so gut war, was wirklich selten vorkommt, gezeigt, was er kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist es schwer, dass die Spanier auf die Flügelzange vom FC Barcelona verzichten müssen. Aber ja, wie du schon sagst, wenn das eine Nation kompensieren kann, dann eine wie Spanien. Und ich weise noch mal kurz auf den Chat hin, denn den haben wir auch die ganze Zeit im Blick. Nicht nur ich, sondern auch der Kollege Lukas Blome, der, wer jetzt erst einschaltet, der Rechtsaußen vom VfL Gummersbach, steht uns heute als Co-Kommentator zur Verfügung. Jetzt kommen wir kurz zur Aufstellung der Slowenen. Keine großartige Überraschung, wie ich auf den ersten Blick meine. Vla auf der Rückraum linken Seite, auf der Mitte sehen wir Dejan Bombards auf rechts, Juro Dolenec auf rechts außen, Blas Jans. Auch sehr bekannt am Kreis Blagotinček und ich meine links außen wäre Thielen Kudrin. Jo. Eigentlich die erste 7, die auch die ganze Zeit bei der Weltmeisterschaft aufgelaufen ist und auf geht's. 4-Punkte-Spiel heute. Slowenien muss gewinnen, damit sie noch oder sich eine gute Chance aufbauen können, um weiterzukommen ins Viertelfinale. Und das wäre ein Riesenerfolg für diese Nation, nachdem man so enttäuscht mit dem 16. Platz bei der EM abgeschnitten hat und auch nur über eine Wildcard jetzt bei der WM dabei ist.
Oh, Höchststrafe. Gefangen von Perez de Vargas. Kann man mal so machen in der Situation? Ja, ich glaube, de Vargas ist jetzt auch kein ganz Unbekannter, der, würde ich sagen, immer am Weltklasse-Niveau spielt. Und nichtsdestotrotz, Ball zu fangen ist ja kein ganz schlechter Start ins Spiel. Und der klassische Abwehr-Angriff-Wechsel, damit man hinten in der Mitte mit Blas Blagotinschek auflaufen kann und Matzkovcek, der auch bekannt sein dürfte, dem einen oder anderen bei Pick Saget unter Vertrag, bilden so ein bisschen das Abwehrbollwerk hinten in Slowenien. Viele der anderen Spieler relativ klein, daher im Mittelblock nicht so gut zu Hause. Aber mal kurz einen Blick auf die Spanier. Rückraum rechts, Duschebaev, Rückraum links, Duschebaev, auf der Mitte, Casado am Kreis, Figueras. Das ist so die Viererachse, die das Spiel so ein bisschen bestimmen wird hier. Aber das kennen wir auch von den Spaniern, sie wechseln relativ viel durch. Ja, ich bin sehr gespannt. Also, wie du schon sagst, wechseln viel durch. Einige Bundesligaspieler jetzt auch schon bei beiden Mannschaften auf dem Feld. Mit Casado, der das Spiel lenkt bei den Spaniern. Auch sehr gut gespielt zum Kreis von Duschebaev. Ich bin sehr gespannt auf die Spanier. Obwohl eigentlich keine Lücke da war für den Kreisläufer, Daniel Duschebaev findet sie dann noch für Figueras. In Spanien agiert mit der typischen 6-0-Deckung, aber sehr agil auf dem Ball. Man sieht, sie rücken sehr, sehr eng nach. Kaum Platz für die Angreifer von Slowenien und der nächste Fehlwurf. Ja, ein bisschen Pech gehabt. Pfosten raus, leider. Ja, und Perez de Vargas macht den Ball schnell. Er geht mit bis zur Mittellinie. Ja, das sieht man ja auch oft, finde ich, bei den Spaniern, dass die dann doch versuchen, die zweite Welle erst mitzuführen. Wenn sie dann aber sehen, dass es zu riskant ist oder die Situation nicht hundertprozentig ist, dann nehmen sie das Tempo auch clever raus und gehen dann ins 6 gegen 6 in Positionsangriff und versuchen dann gerade über die beiden Halben mit den beiden Duschebaev-Brüdern viel über das Tempospiel und über die Pässe dann zu kommen. Und vor allem auch über die 6-Meter-Linie, denn von der Ferndistanz, also 9-Meter-Würfe, ist die Quote relativ schlecht bei dieser Weltmeisterschaft. Da haben wir gerade mal 39% erfolgreiche Abschlüsse. Jetzt sieht man wieder, jetzt nehmen wir das Tempo raus. Ist der typische Handballstil, ne? Ja, absolut. Also die nutzen die Chancen, wenn sie geboten werden. Aber wenn es zu viel Risiko ist, dann sind sie auch clever genug, das Tempo rauszunehmen. Und ich glaube, das macht die spanische Mannschaft eben auch aus, dass sie sehr, sehr clever agieren und wenig bis gar keine Fehler versuchen zu machen. Und hier ist das nächste Tor für Spanien. 2-0 Führung und wir haben eben gesehen, Uroš Zorman war ein wenig im Disput mit dem Offiziellen. Thielen Kudrin jetzt von links außen, trifft zum Anschluss, schön herausgespielt, Tempo mit aufgenommen und das ist das, was die Spanier können, was du eben angesagt hast. Die schnelle Mitte, das schnelle Umschaltspiel, Oriozola, der eben Alex Gomez auf rechts außen ersetzt, oder kann man ihn überhaupt ersetzen, zumindest vertritt, würde ich mal sagen. Ja, ich finde, er vertritt ihn sehr gut. Also wie du schon sagst, Tempospiel haben die jetzt gerade gut durchgezogen. Er hat gesehen, dass durch die schnelle Mitte die Chance dort war. Dann nutzt er sie und macht das eindrucksvoll. Aber Slowenien kontert das auch. 7 Meter gegen Bombac oder für Bombac gepfiffen. Und auch zu Recht, finde ich. Jetzt bin ich gespannt. Das Duell Alex Vla gegen Perez de Vargas. Bislang 100% Alex Lahr bei der Weltmeisterschaft. Und er bleibt dabei. 8er, 7 Meter. Ja, sicher verwandelt. Ausgeguckt. Ohne Schnörkel, relativ kompromisslos. Ja, wie gesagt, finde ich auch, ist ein sehr, sehr interessanter Spieler, der das Spiel der Slowenen wirklich sehr, 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 sehr gut leitet. Ist auch noch gar nicht so alt, 25. Zurzeit bei Celje unter Vertrag, also könnte gut sein, dass noch einige andere europäische Spitzenmannschaften so langsam auf dem Zettel haben, wenn sie nicht schon draufsteht. Wenn er so weiterspielt, weil ich finde, er spielt eine sehr, sehr gute Weltmeisterschaft dann auf alle Fälle. Gut durchgesetzt von Alex Duschebaev oder auch relativ schlecht verteidigt in der Situation. Und da die schnelle Mitte auf der anderen Seite, Perez de Vargas hält.
sehr, sehr geile Parade, finde ich. Kennen sich auch aus dem Verein. Blas Jans beim FC Barcelona, auch unter Vertrag dort, zweiter Mann oder 1B-Variante hinter Alex Gomez. Ja, ist ja auch öfter mal im Rückraum tatsächlich zu finden, auch bei Ligaspielen beim FC Barcelona. Das finde ich, macht er auch gut. Also sehr, sehr variantenreich und auch immer interessant für Trainer und Mannschaft, dass man auf beiden Positionen spielen kann. Auch bei der Weltmeisterschaft schon mehrfach auf der rückraumrechten Seite aufgetaucht, wenn Dolenetz mal eine Pause braucht. Auch hier klassischer Wechsel von beiden und das 1 gegen 1, Schritte abgepfiffen oder durch den Kreis gelaufen. Ich glaube, Kemper-Versuch und dann hat Bombac es eben nicht geschafft, rechtzeitig abzubremsen, dann zu Recht abgepfiffen. Ja, für alle zu Hause, die sich mit den Regeln nicht so auskennen, wenn man beim Kemper in den Kreis läuft oder auch reinspringt, gibt es dann Kreis ab und Ballbesitz für die andere Mannschaft. Muss man sich genau überlegen, wenn man den Kemper einsetzt oder eben nicht. Ja, oder rechtzeitig abbremsen, würde ich sagen. Oder so weit springen, dass man den Kreis nicht berührt. Es kann auch ein taktisches Mittel sein, dass der außen zumacht und dann... Doppelparade und Dreifachparade vom Schlussmann der Slowenen, Urban Lesjak. Wahnsinnstyp da hinten drin, zumindest in der Situation. Liegt da in der Ecke, immer wieder schnell auf den Beinen und holt alle raus. Schöne Szene hier. Vom Schlussmann, der Slowen. Der ist heiß. Und erfolgreich in der Situation. Ja, auch vor allen Dingen nicht irgendwie mit Glück, sondern finde ich auch echt eindrucksvolle Paraden. Und ja, da kann man sehen, dass er Bock hat. Und gut, offensiv eigentlich hier von Guardiola in der Situation. Setzen die Slowenen so unter Druck, dass sie den Ball nicht ordentlich mit Tempo von links nach rechts transportieren können. Und auf der anderen Seite wird wieder Tempo ausgenommen. Ja, Idee war gut gerade bei Slowenen. Ob es jetzt nicht gefangen war oder der Pass dann doch nicht ganz so gut war, sei mal dahingestellt. Aber die Idee von Blagotinčić in der Situation war auf jeden Fall die richtige. Aber auch aggressiv in der Abwehr, die Slowenen bleiben dran. Wo holt er den denn auch her? Der Kontakt ist da von Juho Dolenec. Macht er gerne, glaube ich. Dujebajev ist, wenn alle denken, es wird gepfiffen und es ist ein Foul, dann wirft er doch nochmal rauf, weil er weiß, er kriegt sonst den Pfiff. Und dann kommen halt auch so Tore zustande. Du sagst es, das ist genau sein Spiel. Noch in den Kontakt gehen, dann noch werfen, Freiwurf ziehen. Wir sehen was nochmal in der Szene. Eigentlich Dolenec gut dran, aber wird ordentlich von Dujebajev abgeräumt in der Situation. Ja, ich glaube, er drückt ihn noch ein bisschen in den Kreis, aber ist noch im Rahmen. Kein Durchkommen für Dolenec mit dem nächsten Wurfversuch. Perez de Vargas hält auch die Chance fest. Und wieder Alex Dujebajev setzt sich durch, zieht den 7 Meter und so wie es aussieht, auch die 2 Minuten Bestrafung für Blas Blagotinčić, der nächste Saison bei deinem Heimatverein auflaufen wird. Flensburg. Ja, also sehr, sehr körperlicher Spieler, wie man sieht. Wurde so ein bisschen, ich sag mal, in die Falle jetzt auch gerade gelockt, gegen die Hand viel, viel Raum zu verteidigen, wurde nicht geholfen. Dann sieht es natürlich immer unglücklich aus, wenn man von der Seite ein bisschen stößt. Wenn der hilft, dann glaube ich, kann man es auch anders lösen, aber so muss man die Zeitstrafe auch akzeptieren. Und Tor für Spanien durch Solé. Lange gewartet, gut ausgeguckt. Ja, im Chat steht, krass, dass der Lukas auch so ruhig sein kann. In der Halle bist du immer auf 180. Wir haben uns über deine Feier extrem ein wenig auf der Hinfahrt unterhalten. Haben wir den gleichen Weg gehabt. Ja, ich glaube, wenn ich selber nicht auf der Platte bin, dann kann ich auch ein ruhiger Zeitgenosse sein und das alles mit etwas Ruhe kommentieren. Wenn ich selber in der Halle bin, dann eher nicht. Kann man wieder sehen, wie die Spanier das Tempo durchziehen und wirklich eindrucksvoll bis jetzt in den ersten Minuten agieren. Und gleiche Situation eigentlich wie eben. Guardiola nimmt den Ball schnell an, nachdem der ins Tor geflogen ist. Und der Rechtsaußen nimmt direkt Tempo auf, um hier zu verwandeln.
Das kennen wir sonst auch von Alex Gomez. In Barcelona spielen sie das regelmäßig, diese schnelle Mitte auf beiden Seiten. Aber zweite schnelle Tor, wo man sich vorne im Positionalangriff nicht abrackern musste. Slowenien, damit haben wir schon gerechnet, probieren es eher über die 1 gegen 1 Situation und den Würfen aus der Nahdistanz verfügen. Hatten wir auch schon kurz angesprochen, nicht über die großen Spieler, sondern eher kleine Spielstarke. Das ist so ein bisschen Nachteil für Slowenien, die ja jedes Jahr immer wieder Top-Rückraum-Mittelspieler fabrizieren und eben auch bei europäischen Spitzenclubs unterbringen können. Ja, ich finde nur, man merkt deutlich, dass sie schon ein bisschen Probleme mit der defensiven 6-0 haben von den Spaniern und sich viel, viel festrennen, sag ich mal, und wenig Anspielsituation haben und den Fluss noch nicht so ganz reinbekommen. Oh, das war schön gemacht, Guardiola. Gut ausgespielt. Gespielt. Hatten sie eben schon mal probiert im Positionalangriff. Hatten den Torhüter schon wieder reingebracht, das heißt 5 gegen 6 Situation, weil der Arm oben war, der beiden Unparteiischen aus Schweden. Und ja, hier sehen wir Uroš Zorman, selber Rückraummitte gewesen und slowenischer Rekordnationalspieler. Ja, auch überragender Spieler gewesen. Also ich glaube, dass jeder, der ihn spielen hat sehen, weiß, wie gut er war und ja, wirklich auch einer meiner Idole zu meiner Kindheit noch. Du bist Linkshänder, Lukas. Ja, aber ich finde, es war immer ein Spieler, der eindrucksvoll gespielt hat. Und da finde ich, sollte man die Wurfhand mal weglassen. Wenn das ein Spieler ist, der sehr, sehr, sehr viele gute Leistungen bringt, dann kann man den auch bewundern. Absolut. Topspieler, 2018 Karriere beendet. Dann wurde er schon Co-Trainer der slowenischen Nationalmannschaft. Auch bei Kielce, meine ich, war sogar als Co-Trainer unterwegs. Da bin ich mir nicht ganz sicher, aber der Chat wird uns das mit Sicherheit gleich sagen können. Die sind immer sehr, sehr handballaffin und helfen gerne aus. Gut ausgenutzt. Über Rückraum links abgeräumt. Mackovšek mit seinem Tor. Bleiben dran, 5-7. Aber tun sich schwer gegen die Spanier. Stellen eine gute Abwehr dahin. Hier sieht man es nochmal, wollten schon wechseln, weil sie dachten, okay, Abwehrangriff ist gegessen. Ja, hat er gut gemacht. Lücke zwischen 1 und 2 angegriffen. Und ja, das hat man gerade eben auch schon gesehen, wo er dann den Pfosten getroffen hat, wo ein bisschen Pech dabei war, jetzt ein bisschen besser gemacht und trifft dann das Tor. Kurze Frage aus dem Chat. Deine Expertise und meine ist gefragt, wie weit kommen denn Frankreich und Spanien? Du das vorlegen? Ja, also ich glaube, beide Mannschaften haben absolut das Ziel, ins Halbfinale zu kommen. Denke, die Chancen stehen auch gut. Du sagst, es ist schon, Ach, nun wieder Doppelparade durch Lesjak. Entschuldige, dass ich unterbrochen habe, aber das muss man aber auch einfach mal so anerkennen. Der hat jetzt schon 5 Paraden in 2 Angriffen gehabt. Also das lässt sich sehen. Die Quote wird gut von ihm heute. Wenn er die so hält, dann ist auf jeden Fall vieles möglich. Auch schönes Wortspiel, wenn er die so hält. Nee, aber um nochmal zurückzukommen. Ich glaube, die haben alle den Anspruch, ins Halbfinale zu kommen. Ja, wie gesagt, wenn Slowenien heute gewinnt, dann muss Spanien das letzte Spiel noch gewinnen. Und auch der ist gefangen. Aber der Anspruch sollte sein, definitiv ins Halbfinale zu kommen und um Medaillen zu spielen. Ja, ich hatte vor der WM getippt, Schweden wird Weltmeister und gewinnt gegen Frankreich im Finale. Müsste ich gleich mal auf den Spielplan gucken, ob das überhaupt möglich ist. Aber denk mal auf Frankreich vorne mit dabei und Spanien jedes Jahr vorne mit dabei. Und nein, es ist nicht Blagotinček, es ist die 22. Matej Gáber aus Szeged. Kreisläufer von Pick Szeged. Auch Champions League erfahren, das heißt für ihn nichts Ungewöhnliches, hier gegen die Dusche Bajev zu spielen. Also schätzt du die Deutschen nicht so ein, um das Halbfinalticket zu lösen? Gemein. Wenn ich jetzt patriotisch antworten würde, würde ich sagen, doch, traue ich, es ist alles drin. Also sie müssen jetzt erstmal gegen Holland gewinnen oder Niederlande, aber die Holländer sagen selber Holland, deswegen bleiben wir mal dabei.
Kann mir schon vorstellen, dass sie auch im Viertelfinale gegen Spanien oder auch gegen Frankreich gewinnen können. Da muss aber alles stimmen. Das sehe ich ähnlich wie du. Übrigens, im Chat steht, hat es recht, Sommer war Co-Trainer beim Bakelce. Also hast du. Ich hab mich gut recherchiert. Ribera hat sich genötigt gefühlt, eine Auszeit zu nehmen, nachdem Slowenien sich so langsam wieder rangerobbt hat, lagen schon 7-3 hinten, jetzt auf 7-5. Ja, liegt auch definitiv an 6 Paraden von Boban Ležijak. Der hält die Slowenen eindrucksvoll im Spiel. Ja. Punkt. Punkt. Fakt. Ja, Slowenien jetzt mit einer russischen 5-1, also verschoben auf den Rückraum linken. Bin gespannt, ob sie das die ganze Zeit durchhalten wollen. Aber roch auch so ein bisschen nach Schritten hier. Wurfversuch, schlägt fehl von Spanien. Haben einige Chancen liegen lassen in den letzten Angriffen. Aber auch Slowenien verteidigt jetzt nicht so schlecht in der Deckungsvariante. Machen die sehr gut. Mit Kodrin auf halb links. Ist auch immer eine gute Eigenschaft, dass ein Linksaußen auf halb decken kann. Das entlastet Bombac ein bisschen und verhindert, dass sie einen Abwehrangriffwechsel mehr machen müssen. Ich glaube, das spielt den Slowenen dann auch in die Karten, um dann aus der Abwehrebene eine schnelle zweite Welle spielen zu können. Und wenn wir schon von Abwehrumstellung oder über Abwehrumstellung sprechen, hier sehen wir jetzt die 3-2-1-Variante der Spanier gegen Slowenien. Und Bombard setzt sich hervorragend durch hier auf der rückraumlinken Seite, aber zack, Spanien-Express läuft. Schon drittes Tor von ihm. Wer die spielen sieht aus in der Handball-Bundesliga oder auch letztes Jahr in der zweiten Liga, du bist ja auch so ein Freund von dieser schnellen Mitte, kommst auch immer wieder angerauscht. Ja, muss aber vom Timing auch passen. Also ich bin auch schon das eine oder andere Mal da in eine Wand reingelaufen, was da nicht ganz so gut ist, sowohl körperlich als auch vielleicht manchmal mit einem Stürmerfoul. Aber er macht das bis jetzt sehr, sehr gut. Ich glaube, er vertritt Alex Gomez sehr, sehr gut bis jetzt. 3 Tore, 100% Wurfquote, kann man nicht meckern. Und Spanien wieder in der 6-0. So, und Odriozola macht den nächsten 100%. Generell bei den Tempo-Gegenstößen sehr, sehr gute Quote. 86% der Bälle werden verwandelt. Schön weitergespielt auf Thielen Kodrin. Nutzt die nächste Chance gegen Perez de Vargas. Gut weitergespielt. Und gut ausgesprungen. Du kennst ihn selber vom Training, Thielen Kodrin. Gute Neuverpflichtung, fand ich, vom VfL. Ja, absolut. Ist ein super Typ, passt super in die Mannschaft und deckt auf halb, wie gesagt. Und finde ich, das macht der Nationalmannschaft gerade bei dem Turnier jetzt auch sehr, 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 sehr gut. Und ist ein Qualitätsgewinn. Und jetzt sehen wir Makeda auf der rechten Seite, Canellas im Rückraum der Spanier. Das macht Jordi Ribera regelmäßig, dass er allen eigentlich die Spielzeiten gibt. Früher konnte man eigentlich die Uhr nachstellen, dass nach einer Viertelstunde immer mal durchgewechselt wurde. Bei Kielce nicht anders. Talant Duschebaev dort Trainer. Und hier sehen wir Guardiola vom TBV Lemgo, einer der 7 Legionäre, die in der Handball-Bundesliga unterwegs sind. Und auf der Mitte bei den Slowenen wird gewechselt Rok Ovnicek. Auch bei einem Topclub unterwegs, bei Nantes in Frankreich und sagt. Kommt er auch schon zu seinem ersten Treffer in diesem Spiel. Sehr, sehr gut vorbereitet von Alex Vlahr. Sehen wir Makeda
Auch schon ein bisschen älter geworden, 34, aber immer noch sehr unangenehm zu spielen. Packt er immer gut zu hinten in der Abwehr, aber auch vorne. Wenn er mal einen Lauf hat, dann trifft er auch mal ein paar in Folge. Und Kaneas. Kann man so machen. Valera wurde Ende Dezember von FC Barcelona verpflichtet. Aber die Antwort folgt prompt. Blas Jans trifft hier nach dem schönen 1-1. Ja, hat die Chance genutzt, zweite Welle. Abtauchen hinter De Vargas, das Ding so ein bisschen über den Kopf geworfen. Ja, aber Tor. Blagotinčić, gut unterbrochen hier gegen Makeda. Steht gut in der Abwehr, bei den letzten Spielen öfter mal mit 2 Minuten belegt worden. Daher, bei ihm hat man immer Angst, wenn er dann 2 Minuten kriegt, dass er schnell unten ist. Und das wäre für die Slowenen nicht. Ja, wär schwer zu kompensieren, ist ein sehr, sehr wichtiger Spieler. Ich glaube, die Gegner nutzen es öfter aus, dass er vielleicht nicht ganz, ganz so schnell auf den Beinen ist. Deswegen hat er dann auch vermehrt die Zeitstrafen zu verbuchen, aber bis jetzt lösen die es sehr gut im Verbund und kommen damit gut zurecht. Wieder Valera, schönes. Ach, dies. Was, Figueras? Nein. Hier kommst du mal. Valera war es, hatte doch richtig gesehen. Die 31 der Spanier. Es gibt 7 Meter. Er wollte eigentlich das Stürmer voll rausholen, Odriozola, aber meiner Meinung nach auch stand er nicht, sondern hat zugeschoben. Nochmal kurz eine Wiederholung. Gut jetzt. War gut gezogen von Ovnicek. Und dann, klar, kommt von der Seite, keine Diskussion. Klarer 7 Meter, gute Entscheidung der beiden Schiedsrichter. Erster Fehlwurf, Alex Vlah. Bei dieser WM vom 7-Meter-Punkt. Hat er drüber geworfen? Ja, Perez de Vargas hat super zugemacht. Ich glaube, oben war alles zu. Dementsprechend blieb ihm wenig Wahl, als lange übers Tor zu werfen. Frage an uns beide, was sagen wir? So, schon wieder Parade, Lesjak, aber den Abpraller. Abermals ist Figueras wacher als die slowenische Abwehr. Das sehen wir jetzt zum zweiten Mal, dass man diesen Abpraller nicht verteidigen konnte. Da müssen die Slowenen einfach mal ein bisschen später vielleicht loslaufen. Erstmal die Abpraller sichern, weil du, wie du schon sagst, es jetzt das zweite oder dritte Mal schon ist. Und ja, ist ein vermeidbarer Fehler, würde ich behaupten. Da nützt die beste Parade nichts. Also wir kommen zur Frage, was sagst du zum Statement von Christian Schwarzer? Ich darf vielleicht mal kurz vorweggreifen. Ich habe dem sehr Podcast, schön in der er es gesagt hat, nicht bis zum Schluss gehört. Ich habe nur diese Passage gelesen. Ich finde, die Mädels können auch ruhig bei den Herren pfeifen. Ja, ich glaube, wir sind lange über das Thema hinweg, dass man darüber diskutieren muss, ob Frauen Frauensport pfeifen dürfen oder Männer nur Männersport. Ich glaube, die haben sich dafür sehr, sehr gut bewiesen, was sie in der Bundesliga pfeifen und dementsprechend finde ich, sind sie absolut zu Recht dort, wo sie sind und finde, dafür braucht man auch nicht länger rumdiskutieren. Und wenn man sieht, die Bonaventura-Zwillinge aus Frankreich haben seit 2017 sind sie im Männerbereich unterwegs und leiten da auch viele wichtige Spiele, Olympia-Halbfinale. Also, das ist antiquarisch. Schönes Tor. Geiles Tempo. Zweite Welle von Slowenien. Super ausgenutzt. Die Überzahl auf der linken Seite erkannt.
Und nochmal Uroš Zorma. Natürlich freut er sich. Die Slowenen nach ein paar Anfangsschwierigkeiten setzen hier die Spanier ordentlich unter Druck. 12-12 nach 25 Minuten. Da haben wir unser spannendes Spiel. Und Kaneas, dran, aber nicht trotzdem drin. Routiniert. Das ist die Erfahrung, die er hat. Despektierlich. Ja, das ist nicht böse gemeint. Ich finde, Frauen sollten nach Leistung bewertet werden. Daher herzlich willkommen bei der Handball-WM der Männer. Auch die Frauengespanne natürlich. Macht er gut Alarm auf der Mitte, Ovnicek, seit er drin ist? Ja, sehr, 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 sehr agiler Spieler, finde ich. Nutzt die Chancen. Die spielen extra eine Isolation für ihn. Der nutzt das 1 gegen 1 und spielt dann super mit dem Kreis weiter. Und ja, 7 Meter, absolut zurecht. Gut rausgespielt. Dejan Bombac tritt an. Gegen Peres de Vargas. Und macht ihn rein. Ausgleich. 13-13. Bleibt spannend. Sehr gut. Guter, schneller Armzug. Also so in der Wiederholung würde man sehen, ja, man weiß ja, wo der Wurf hinkommt, aber schön schnell ausgeführt. Keine Chance. Nee, auch wenn Peres de Vargas ein sehr, sehr schneller Torhüter ist, glaube ich, hat Bombac doch zu schnell geworfen für ihn. Schön gespielt, aber... Jetzt hat Slowenien die Chance, in Führung zu gehen. Abgepfiffen. Schöne Kemper-Spiel. Wunderbar gespielt von Blas Jans auf den hereinstürmenden Mats Govcek. Wir sehen das nochmal. Schön. Ist das intuitiv oder übt man sowas? Nee, das ist sowohl intuitiv als auch trainingsrelevant, glaube ich. Hat sich immer mehr etabliert und finde ich, ist ein sehr, sehr gutes Mittel. Hat man jetzt gerade wieder gesehen aus der zweiten Welle. Super Timing und geiles Tor. Ja, Ribera bringt wieder seine erste 7 in Anführungsstrichen. Alex Ushibayev ist wieder auf Rückraum rechts aufgetaucht. Nicht so ganz zufrieden anscheinend mit der Leistung von Makeda. War auch eher unauffällig als gefährlich. Und Slowenien baut neu auf. Mit Ovnicek auf Rückraum links und Vla. Der Kreisel, das kurz gewechselt wird im Rückraum. Und dann wird attackiert im Mittelblock. Oh, kann man vielleicht auch 7 Meter pfeifen. Ja, greifen. Knapp davor. Also super 1-1-Bewegung und ich glaube, da sind die Spanier ein bisschen im Glück. Wenn es keine Schritte waren. Aber das wird bei dieser WM, finde ich, nicht ganz so für voll genommen mit den Schritten. Ja, des Öfteren mal 4 oder 5 zu sehen. Jetzt gibt es die erste Zeitstrafe, ja, aber richtig. Auch vollkommen zurecht fürs Trikot ziehen. Ich glaube, ja. Es trifft Sanchez Megayon. Oh, jetzt sieht er schon ganz, ganz viel von hinten. Ja, er reißt ihm auch noch über den Kopf. Also hätte er ein bisschen früher losgelassen, jetzt glaube ich keiner gesehen. Aber jetzt zieht er die Zündenstrafe und jetzt sehen wir genau das eventuell, wir wissen es noch nicht, was du eben angesprochen hast. 5 gegen 5 Situation, Blago Tinček hält sich als Libero zurück. Ja, jetzt werden wir wahrscheinlich auf jeden Fall ein paar 1 gegen 1 Situationen sehen. Und Spanien geht in die 3-2-1-Deckung ohne den hinten Mitte und zieht den 7 Meter, aber nicht auch noch die 2 Minuten Strafe. Da sind sie wahnsinnig stark, die Slowenen im 1 gegen 1. Kaum zu verteidigen. Ja, sieht man gerade wieder. Also wirklich viel laufen ohne Ball, in die Lücken stoßen und dann, wie du schon sagst, kommt es über die Schnelligkeit und ist erfolgsversprechend. Und super Timing vor allen Dingen auch in der Situation von Alex La und Ovnicek. Opa, aber! Na, jetzt bin ich gespannt. Videobeweis. Was meinst du? War er drin oder nicht. War er nicht drin? Ich glaube nicht. Ich will keine Prognose abgeben. Schöner Wurf.
Du musst was sagen. Du kannst nicht sagen, hier, tipp mal was. Ja, und wenn du sagst, er war nicht drin, dann was sag ich, war er drin. Okay. Gucken wir mal, ob wir schon erahnen können. Nee. Das war das klassische Wembley-Tor. Der war leider deutlich nicht drin. Ja, das nächste Getränk. Auch wenn Bomber halt alles versucht hat, zu sagen, dass er drin war, der war schon deutlich, deutlich vor der Linie. Schade, die Chance für die erneute Führung. Aber sind ja noch in Überzahl. Spanien selbstverständlich mit der 6-gegen-6-Variante neben den Torwart raus. Probieren es mit der Blocksperre vorne mit Guardiola, aber Abwehr verteidigt bislang wesentlich besser als auch in der Anfangsphase gegen Spanien. Ja, viel mehr Zugriff, gerade im Innenblock. Und Alex Dujebajew auch, finde ich, sehr, sehr, sehr gut im Griff. Ja, probieren es jetzt mit Alex, Daniel Dujebajew und Kaneas auf links. Schöner Wurf. Die Variante sehen wir nicht so oft von ihm. Der kleine Bruder von Alex. Hoppala, durch die Beine, durch die Hosenträger wirft er das Ding. Ja, auch schwer, sehr, sehr schwer zu sehen für Lejak. Und da haben wir die zweite Welle wieder. Wir kommen gar nicht so schnell hinterher, zumindest das Bild auch nicht. Schön eingelaufen von rechts. Die Spanier mit der Variante beim 5 gegen 5 sehr offensiv. Torschütze, glaube ich, übrigens rechts außen von Wetzlar. Dome Novak, richtig. Auch sehr, sehr schneller Spieler und haben wir jetzt ja gerade gesehen in der zweiten Welle. Auszeit. Die zweite für Spanien. Nein, Halbzeit, glaube ich. Oh, ich dachte schon. Der Ton war der gleiche. Das stimmt. Direkte Chance. Daniel Dujebajew tritt an. Versucht den Ball noch irgendwie aufs Tor zu bringen. Boah, aber trotzdem gefährlicher Parade. Wurf. Gar nicht so schlecht. Heieiei, lieber Lukas. Sehr angenehmer erste Halbzeit, finde ich. 15 zu 15. Stets bei Slowenien gegen Spanien. Genau das erwartet spannende Spiel, was wir vorher prophezeit haben. Tun sich beide nichts. Viel Tempo, aber auch viel cleveres Handballspiel und gibt auf jeden Fall eine Menge Spaß auf die zweite Halbzeit. Du sagst genau, viel Tempo vor allen Dingen auch von den Spaniern in der schnellen Mitte. Das gleiche haben die Slowenen auch ein paar Mal in der zweiten Welle gezeigt, wie schnell sie auf den Beinen sein können. Und du sagst es, das macht Spaß für die zweite Halbzeit. Und wir verabschieden uns mal kurz in die Halbzeitpause und hören uns dann gleich natürlich rechtzeitig zum Wiederanpfiff wieder. Dann haben wir noch ein paar Statistiken zum Spiel gesammelt. Und dann hoffe ich mal, dass die zweite Halbzeit genauso spannend wird wie die erste. Also, kurze Pause. Bis gleich. Dzięki której wszystko smakuje dokładnie tak, jak byśmy sobie założyli. Podlecie się, to co dzieje.
Trafalgar.
Da sind wir auch schon wieder zur zweiten Halbzeit zwischen Slowenien und Spanien. Und wir waren beide ein wenig, ja nicht überrascht, aber erfreut, dass es tatsächlich so eine enge Kiste wird, wie wir es uns vor dem Spiel auch erhofft haben. Es steht 15:15 zwischen den beiden Mannschaften aus der Gruppe 1. Und warum ist die Gruppe 1 für uns so wichtig? Die Gruppe 1 könnte nämlich der Gegner... Oder nicht könnte, sondern eine der beiden Mannschaften könnte der Gegner von Deutschland werden, wenn sie sich fürs Viertelfinale qualifizieren oder wenn auch diese beiden Mannschaften unter die ersten beiden Plätze kommen. Denn die Gruppe 1 spielt gegen die Gruppe 3, Zweiter jeweils gegen den Ersten. Und hier sehen wir eigentlich den Mann der Slowenen, der in der ersten Halbzeit die Spanier das eine oder andere oder ein und andere Mal um den Verstand gebracht hat, nämlich Urban Lesjak, der Keeper der Slowenen. Auch schon in der deutschen Bundesliga unterwegs gewesen. Einige Doppelparaden oder sogar einmal die Dreifachparade in der ersten Halbzeit. Und Lukas Blome, der neben mir sitzt, war auch sehr angetan von den Leistungen des slowenischen Torhüters, oder Lukas? Ja, sehr. Ich glaube, er ist mit dafür verantwortlich, dass es jetzt so steht, wie es steht. Und es kann so ein Team auch immer hochziehen, gerade so eine Dreifach- oder Doppelparade ist auch immer eine Initialzündung. Und wie gesagt, das gibt auf jeden Fall Bock auf eine coole und geile zweite Halbzeit. Und wir sind schon gespannt. Schau mal kurz auf die Aufstellung. Bei den Spaniern sehen wir keine großen Veränderungen zur ersten Halbzeit. Alex Duschebaev, der zwischenzeitlich mal eine kurze Pause hatte, wieder auf der rückraumrechten Seite auf rechts außen mit der Nummer 14. Solé am Kreis, jetzt erstmal Guardiola. Erste Halbzeit war es Figueras. Auf der Rückraum linken Seite Caneas von den Kadetten Schaffhausen, auf der Mitte Valera, ja Ende Dezember zum FC Barcelona gewechselt. Und
Die Slowenen bleiben so ein bisschen bei dieser 6-0-Variante mit einem sehr offensiven Halbrechten auf den Rückraumlinken von Spanien. Was gut funktioniert hat in der ersten Halbzeit, haben sie nach und nach immer wieder besser in den Griff bekommen. Auf jeden Fall. Jetzt sieht man aber wieder die Schnelligkeit von Alex Dujebajew. Und der nutzt einfach die Chancen aus, dass er schneller ist als der im Block von den Slowenen und zieht zurecht jetzt hier gerade den 7 Meter. Ja, Mackovšek keine Chance mehr, hängt hinten dran, hat ein bisschen Glück, dass er hier nicht auch noch die 2-Minuten-Strafe kassiert. Alex Dujebajew wieder mal gut durchgesetzt und Solé gegen Lesjak. Und er hält! Und er hört genau da auf, oder fängt genau da, wo er aufgehört hat, Ende erster Halbzeit. Die nächste Monsterparade vom slowenischen Keeper. 11. Parade im Spiel. Wie sagt man so schön? Angefüttert. Und dann? Ja, das sagt man schön. Apropos füttern, was sagst du zu der Bisswunde im gestrigen Spiel von den USA? Ja, ich habe es tatsächlich im Video nur gesehen. Schwierig, glaube Vorher schon mal gesehen im Handball, nur so viel, ohne das jetzt bewerten zu wollen. Im Fußball war Suarez vielleicht so ein bisschen, aber sonst tatsächlich, auch sehr, sehr gut gespielt von Bambocz gerade. Gut hinterlaufen ohne Ball. Nee, aber ich glaube, im Video sieht man, dass er, warum auch immer, den Arm zu sich zieht und den Oberarm beißt. Müsste man ihn vielleicht selber mal zu fragen, wie er auf die Idee kam. Aber ich glaube, er selber hat ja gesagt, er hat nicht gebissen. Ich weiß es aber nicht. Das kenne ich von Hunden, der beißt sonst nie. Ja. Konzentrieren wir uns hier aufs Spiel und lassen, und lassen dem Chat die Möglichkeit, sich dazu zu äußern. Weg. Denn die Kollegen sind heute wieder gut unterwegs. Aber auch da nochmal meine Bitte, bleibt mit euren politischen Äußerungen immer über der Gürtellinie. Und Schock zur Zweitore-Führung jetzt für Slowenien auch. Das erste Mal in diesem Spiel. Hier sehen wir die technischen Fehler, Turnovers von Spanien, 5 Stück, Slowenien 4, eigentlich noch absolut im Rahmen. Ja, aber man muss auch sagen, Slowenien zwingt die Spanier jetzt auch zu technischen Fehlern, wie gerade, und durch deren guten Abwehr und ja, dementsprechend auch jetzt zu Recht die Chance auf 2 Tore Führung. Bombard setzt sich wieder gut durch, versucht abzulegen, aber es gibt Freiwurf, Angriffsfoul, gewertet der schwedischen Schiedsrichter. Vom Kreisläufer der Slowenen. Jetzt Alex Vlah vorne auf der 1, Abwehrposition. Boah, semmelt da gut in die Abwehr und räumt Thielen Kodrin ab. Der bleibt liegen. Sehen wir hier nochmal. Kriegt hier nochmal den Ball vor den Kopf. Ja, sonst wäre es aber auch 7 Meter gewesen. Ich glaube, Thielen steht im Kreis. Und Dujebajew weiß das auch. Macht es clever, wirft noch und erzielt sogar so das Tor. Also, clever gemacht. Schön, aber weitergespielt. Auf rechts außen, Blas Jans. Ich glaube, der erste Wurf überhaupt von rechts außen von Slowenien heute. Und das bei dem Kaliber, der da auf rechts außen steht. Aber das verteidigen Spanier sehr gut. Also bislang zumindest in der Situation hat man das sehr gut ausgespielt. Aus Sicht der Slowenen. Aber ansonsten sehr gute Verteidigung der Spanier. Haben wir auch schon angesprochen in der ersten Halbzeit. Super Links- und Rechtsbewegung. Verdichten immer wieder sehr ordentlich. Jetzt Caneas. Oh, so. Davon gestohlen hat er sich. Guardiola am Kreis. Aber der kann da auch hin und her laufen und wird nicht attackiert. Der ist schon beim ersten Mal von halb links bis halb rechts durchgelaufen, ohne dass irgendwas gesagt wurde. Ja, die Frage, was denkst du, wie weit kommt Dänemark? Alles möglich. Also Dänemark für mich mit die beste Mannschaft. Ich war gestern ein bisschen überrascht bezüglich der Leistung gegen Kroatien, wo man nur in Anführungsstrichen unentschieden spielen konnte. Aber auf allen Positionen doppelt gut besetzt. Wie siehst du es, Lukas? Ich glaube, die Kroaten haben gestern gezeigt, was man mit Härte alles erreichen kann. Das hat die Dänen auch zum Nachdenken gebracht. Die haben komplett als Kollektiv von der ersten Minute lang draufgeprügelt. Und da kann man den Schiedsrichtern eben auch keinen Vorwurf machen. Wem sollen die dann eine Zeitstrafe geben? Können nicht alle 6 Abwehrspieler gleichzeitig rausschicken. Und ja, war ein absolut geiles Spiel gestern Abend. Und finde ich zu Recht auch ohne Sieger.
Ja, und auch richtig geil ist diese Bewegung. Du sagst es, im 5 gegen 5. Wir thematisieren das nochmal kurz. Blago Tinčeke, sieht man es wunderbar in der Einstellung, fungiert hinten als Libero, damit die Spieler von Slowenien vorne mehr Platz haben, hat sich Uroš Zorman so ausgedacht in den Vorbereitungsspielen. Hat das überhaupt nicht funktioniert, sagte er. Also spielen wir jetzt 5 gegen 5. Okay. Wenn es funktioniert, und bisher funktioniert es. Die Spanier haben es bisher versucht mit einer offensiven Variante gegen eben diese 5 Leute, damit man sie früher annehmen kann. Aber das, bislang funktioniert das nicht. Slowenien kommt immer wieder zu den Torerfolgen. Hier kurze Rudelbildung, aber kriegt er den nächsten ab, dein Mannschaftskollege? Ja, ich glaube, es war jetzt der zweite unglückliche Treffer. Ja, trifft ihn hier mit der Hand leicht im Gesicht, aber keine Absicht. Nee, keine Absicht, auf jeden Fall nicht. Aber ja, ist halt unglücklich, wird ein bisschen reingestoßen vom Inblock-Spieler. Und ja, passiert, ist der Handball, ne? Ja. Ah, Blago Tinčeke räumt ja auch gut ab, Figueras. Kleines Duell am Kreis. Ja, ich glaube, wenn Blago Tinčeke einen fest hat, dann ist er auch fest. Und dann ist es auch problematisch, sich da wieder rauszulösen. Aber wenn man es mit Bewegung ohne Ball versucht, dann hat er oft... Oh, das war schön eingelaufen in der Situation und auch schön gesehen. Casado schleicht sich hier auf 6 Meter und verwandelt zum nächsten Ausgleich. Unaufmerksame Abwehr. Ohne schön, Ball, freigelaufen. Ja. Super gesehen auch. Thiel Kudrini, hat man es gesehen, spekulierte mit dem Pass. Auf den Rückraum rechten tritt dann den Schritt raus, den er dann eben hinten fehlt. Jetzt wieder 1-1 und ab. Ja, das ist einfaches Kreuzbewegung gegen den Mittelverteidiger. Aber sie sind einfach schneller. In der Situation gut geholfen von Canellas. Ja, oh, Kreis frei und... Oh, schöne Bewegung. Erstes Tor von Blago Tinčeke heute. Ja, teilt sich so ein bisschen die Zeiten mit Matai Gaba. Schön verteidigt von Kudrin in der Situation. Stachelt einer es auch so ein bisschen an, wenn man von seinem Gegenspieler ein, zwei Mal einen ins Gesicht bekommt, hat man dann richtig Bock? Ich glaube, das kommt immer auf den Spielercharakter an. Einige trauen sich dann nicht mehr. Andere gehen da drin richtig gut auf und ja. Oh, schön gespielt und es gibt den 7 Meter. Und die Zeitstrafe wahrscheinlich auch. Figueras probiert es hier hinterm Rücken. Ja, beide am Trikot. 7 Meter, ja oder nein, Lukas? Ja, doch, absolut. Also super geiles Anspiel und Dolonec hängt dann eben hinten dran und kein freier Wurf. Doch, relativ unspektakulär. Locker aus der Hüfte geworfen. Zwei Minuten Strafe strittig? Nee, finde ich, kann man geben. Also er hängt am Trikot, sieht dann unglücklich aus, aber wie gesagt, zieht nur am Trikot, hat eigentlich gar keine Chance, um Ball zu kommen. Und dementsprechend, finde ich, kann man es auf jeden Fall geben. Oh, der Ball ist weg. Versuch weiterzuleiten und der Wurf nicht aufs leere Tor, sondern auf Solé, der schon vorne gewartet hat auf diesen Pass. So schnell dreht sich das Spiel. Und den sieht man wahnsinnig schnell umgeschaltet. Solé direkt vorne an der Mittellinie. Da ist halt immer so ein Hopp oder Top, wenn man so einen hinterm Rücken anspielt. Wenn er klappt, sieht's gut aus. So sieht's eher blöd aus. Das sind Handballweisheiten, die es nur im Oberbergischen gibt. Präsentiert von Lukas Blome.
Eigentlich gut durchgesetzt von Bombatz, aber nimmt hier ordentlich Zeit von der Uhr. Immer wieder gehen sie in den Zweikampf, ja, holen die Freiwürfe raus. Marcuz haben wir heute noch gar nicht gesehen im Spiel der Slowenen, den Rückraummittelmann von Barcelona, der, so wie ich gehört habe, den Verein verlassen wird. Ja, ich glaube, der ist wahrscheinlich nicht so ganz zufrieden mit seinen Spielanteilen. Ist aber auch den Ausnahmespielern im Kader des FC Barcelona gescheuert. Super abgefangen. Hier wieder Fehler. Und zwei Tore Führung. Maqueda in seiner unglaublich ruhigen Art erinnert so ein bisschen an einen spanischen Stierkämpfer in der Situation. Aber auch zu leichte Fehler. Also das müssen die Slowenen anders ausspielen. Auch mit Unterzahl. Und wir haben es gerade noch gelobt, dass sie immer wieder in den Zweikampf gehen, immer wieder die Zeit von der Uhr nehmen und dann wieder so ein Pass hinterm Rücken, Kreuzbewegung, die nicht ankommt. Schade, 2 für Spanien. Ja, also ich glaube, die letzten Minuten ganz klar auf Slowenien. Auch das 2-Minuten-Strafe. Schöner Pass, aber jetzt zeigen es an, von hinten gerissen. Ja, jetzt vielleicht auch wieder die Chance für die Slowenen, die jetzt ja die letzten Minuten ein bisschen ins Hintertreffen geraten sind. Das ist, glaube ich, nicht zu diskutieren. Ja, wenn es drüben gepfiffen wird, muss da jetzt auch gepfiffen werden. Also es ist dann auch nur fair. Ich glaube, da braucht er sich jetzt auch nicht so sehr beschweren. Trifft Sanchez Magallón. Ja, ich glaube, es waren jetzt 4 Tore in Folge für Spanien. Oder 3. Gerade eben hatte Slowenien noch die Chance auf 2018. Führt mit einem 19-18, genau. Und wieder 5 gegen 5. Außenstand komplett frei. Wieder. Ah, Maqueda ist on fire. Sieben Meter für Slowenien nach der Aktion von Pessina. Ja, hat in der ersten Halbzeit auch schon 2-3 Aktionen gehabt, wo er wirklich auch bis zum Ende in die Tiefe zieht. Und deswegen kann man da auch absolut zu Recht 7 Meter pfeifen. Jure Dollenetz macht sich bereit. Alex Vlahr und Dejan Bombatz, jeweils einmal nicht erfolgreich. Und er nutzt die Chance. Die beiden kennen sich eigentlich sehr gut. Viele Jahre zusammen bei Barcelona, zusammen gespielt. Gut ausgeguckt. Spekuliert von De Vargas. Ist das unangenehm für einen Schützen, wenn der Torwart hinten auf der Linie steht? Ich finde es immer schwierig, weil das Tor ist dann doch deutlich größer. Also ich mag es persönlich lieber, wenn der Torhüter auf der Linie steht. Und ich glaube, dass tendenziell die Chancenverwertung da auch größer ist bei den Schützen, als wenn er dann auf 4 Meter steht. Oh, Ball fast weg. Schwieriger Pass auch von Rückraum links auf rechts außen und gut aufgepasst von Dejan Bombatz. Ja, es gab eine Tipprunde für die WM. Ich nehme mal die Frage aus dem Chat kurz auf. Das wurde auch auf der Seite von Handball Deutschland Instagram gepostet. Mein Tipp war Schweden als Weltmeister. Oh, sehr schön gespielt auf den Kreis von dem Rückraumlinken auf Figueras. Und Lesjak ärgert sich. Aber sensationell ausgespielt. Und es gibt auch ein Tippspiel bei Kicktipp für die Handball-WM. Jetzt einzusteigen, lohnt sich aber nicht mehr wirklich. Es sei denn, du tippst jedes Spiel richtig. Dann hat man vielleicht noch Chancen, ja. Sonst etwas schwierig. Aber wenn man sich sicher ist, kann man es probieren. Oh! Kann man auch Stürmer vorher vielleicht halten. Aber gut zugeschoben war es von Maqueda in der Situation. Thielen Kudrin hat die hundertprozentige von links außen, macht eigentlich alles richtig, springt weit aus. Aber Perez de Vargas hämmert hier die Ecke ordentlich zu.
Und 3-Tore-Führung ist möglich für Spanien. Wir hatten es in der ersten Halbzeit schon mal in der Anfangsphase, als Spanien so ein bisschen, also als es aussah, als würden sie davon eilen. Aber Slowenien blieb dran. Hoffen wir das fürs Spielgeschehen jetzt auch. Oh. Alex Duschebaier, bisschen Pech bei dem Wurf. Vielleicht sehen wir nochmal die Wiederholung. Bewegung super vorher. Also die komplette Abwehr verladen. Wird da ein bisschen Kontakt gestoßen. Ist da. Also kann man pfeifen. Oh, 2-Minuten-Strafe. Gegen Ovnicek. Ja, dann wahrscheinlich wegen Schubsen von der Seite. Oh, gutes Anspiel. Schön super ausgespielt. Solé nutzt die Chance. Sehr schön gespielt, der Spanier, diese Überzahlsituation. Ja, auch uneigennützig. Also wirklich auch das Auge für den Nebenmann noch gesehen. Und Solé hat wirklich einen großen Winkel. Macht den auch souverän rein. Auch immer Wahnsinnswurfquoten von außen. Ja, nicht umsonst von Paris geholt worden. Und Glück gehabt für die Slowenen. Ja, kommen nicht mehr richtig durch. Die Spanier verschieben sehr gut. Da tun sich die kleinen Slowenen schwer. Kaum gesagt, schon ist er auf 6 Metern. Ja, sind auf jeden Fall jetzt mal näher rangekommen, aber zeigen jetzt große Probleme im 6 gegen 6, beziehungsweise sind jetzt gerade Unterzahl, aber ja, tun sich sehr, sehr schwer. Arm ist oben auch, der Schiedsrichter, Abschluss muss kommen. Oh, ein schöner Wurf, aber gute Parade vom Rückhalt der Spanier. Perez de Vargas steht richtig. Mit seiner 10. Parade im Spiel. Wieder über 30%. Vor dem Spiel lag er bei 35% gehaltener Bälle. Topwert. Und wieder Durchbruch. Aber gut verteidigt diesmal, also auch vom Nebenmann mal geholfen. Ist das die Formation, die dir am besten gefällt von Spanien mit Duschebaev, Casado auf der Mitte und Daniel Duschebaev? Ja, ist auf jeden Fall die explosivste, wie man jetzt wieder sieht. Alex Duschebaev leitet das Spiel als Halbrechter da jetzt in der Überzahl und trifft eigentlich jede Entscheidung. Dieser Spielstil stößt ja manchem Handballfan auf, immer so ein bisschen in den Kontakt, dann kommt noch der Wurf, aber hat eine Wahnsinnsqualität und eine Wahnsinnsqualität hat er auch dieses Geschoss von seinem Bruder Daniel Duschebaev. Schön geholt von Alex, drängt hier den Abwehrspieler ein wenig zurück. Graber steht zu tief, keine Chance für Lesjak. Auszeit Slowenien und die ist korrekt. 4 Tore wieder für die Spanier. Ja, also die Slowenen haben jetzt seit 5 bis 10 Minuten wirklich Probleme, gegen gute defensive Abwehr von Spanien durchzukommen. Und da ist jetzt Handlungsbedarf. Und Auszeit, glaube ich, zu einem guten Zeitpunkt gewählt. Knapp 14 Minuten noch zu spielen. Und ja, geht jetzt darum, eben irgendwie da anzugreifen und nicht abreißen zu lassen, um dann in Schlagdistanz zu bleiben. Deine Worte in den Ohren der Slowenen. Die rechte Seite macht die Tore für Spanien. Insgesamt sind schon 11 jeweils
3, Solé und Alex Duschebaev und auf Außen in der ersten Halbzeit Odrio Sola, auch mit einer sehr guten Leistung, 5 Tore erzielt. Bei 6 Versuchen, glaube ich. Ja. Ein Fehlwurf, überragende Quote. Na, überragend wären 100%. Das stimmt. Ich würde sagen, 100% wären makellos. Aber man kann auch überragend sein, wenn man einen Fehlwurf hat. Meine Meinung. Aber du als alter Trainerfuchs bist da vielleicht nicht zufrieden. Nein, nie. Nein, Quatsch. 5 aus 6. Sehr, sehr ordentliche Quote von Odrio Sola. Erste Halbzeit. Aber jetzt, da haben wir ihn. So. Marcuz kam rein. Leitet dieses Tor ein mit seinem Pass auf Blasians. Er musste was ändern, der Trainer der Slowenen, denn es klappte vorne nicht mehr so gut. Aber das war auch schön drüber gelegt vom Rechtsaußen. Ja, 4 aus 5, Blasians. Ich glaube, der Fehlwurf war aus der Ferndistanz, war glaube ich zweite Reihe. Ja, in der ersten Halbzeit, glaube ich. Jetzt mit Einläufer Spanien und wieder. Aber das ist auch zu einfach. Den Ball in die Hand. Und die Abwehr bleibt tief gegen Casado. Du sagst, es ist zu einfach. Was ist daran zu einfach? Kommt die Abwehr nicht raus? Ja, also er kann einmal prellen, 3 Schritte machen und ohne Kontakt werfen. Und dann ist das einfach zu leicht für ihn. 7. Feldspieler bietet die Möglichkeit für den Linksaußen. Aber auch hier Tadej Mazej vergibt die gute Chance. Ja, ist jetzt für Kodrin auf links außen gekommen, hat direkt einen Wurf und versucht am Kopf vorbeizulegen. Kriegt, glaube ich, die Zeitstrafe sogar wegen einem Kopftreffer gegen De Vargas. Trifft so ein bisschen die Haare von De Vargas. Das ist ja, das ist eine Regel. Wie siehst du das? Klar, man muss den Torhüter schützen bei den Würfen auf den Kopf, aber das ist ja so eine Bewegung. Ist die noch Torhüter üblich? Ich finde es schwierig. Also ich weiß, dass es so ist, auch wenn der Torhüter mit dem Kopf unten rechts in die Ecke springt und er getroffen wird, dann gibt es die Zeitstrafe. Ich bin da ehrlich gesagt kein Freund von. Also ich glaube, wenn er stehen bleibt und du ihm dann gegens Gesicht wirfst, dann ist das absolut nachvollziehbar. Aber wenn ein Torhüter aktiv in der Ecke springt und du ihn dann am Kopf leicht berührst, dann finde ich, ist das irgendwie auch wieder der Abpraller. Und der 7 Meter. Dann ist das irgendwie auch ja so ein bisschen das Risiko, was der Torhüter selber tragen muss, weil ja, es gehört irgendwie dazu, finde ich. Meine Meinung, aber das... Ich sehe das genauso wie du, wenn man frei durch ist und der Keeper steht und man wirft ihm bewusst auf den Kopf oder man trifft ihn ganz klar auf den Kopf. Wieder hier Odrio Sola vom Punkt, erfolgreich gegen Lesjak. Dann sollte das auf jeden Fall eine 2 Minuten nach sich ziehen. Aber hier springt tatsächlich De Vargas richtig mit voller Wucht in die Ecke. Ich glaube nicht, dass das Absicht war, dass er ihn am Kopf trifft. Nein, und wie gesagt, der ist mit dem Kopf auch fast auf Bodenhöhe. Also der Ball wäre flach unten lang unten in die Ecke gegangen. Und dann finde ich, ist es schwierig als Regelauslegung zu sagen, sobald der Kopf berührt wird, ist es eine Zeitstrafe. Ja. Aber erstmalig 5 Tore Führung für die Spanier in dem Spiel. Slowenien kämpft, aber das Kämpfen reicht zurzeit nicht gegen die gute Abwehr der Spanier. Sie stehen immer besser, machen es den Slowenen immer schwerer, hier auch in eine ordentliche Wurfposition zu gelangen. Auch gute Absprache hinten von den Akteuren. Auf Seiten der Spanier und der Wurf geht an den Pfosten. Hat er ihn noch? Aha. Fernandes vergibt diese Möglichkeit. Aber jetzt sagen einige zu Hause auch, ja, mein Gott, muss man auch treffen. Das Tor ist ja frei, aber das sind immerhin 40 Meter, die ein Handballfeld lang ist. Und in so einer Drucksituation ist das gar nicht so einfach. Das war schön gespielt auf Marcuz, aber Abwehr arbeitet super, helfen sich immer wieder aus. In dem Moment waren es Makeda und Magallon, die in Kooperation den Fehler vom rechts außen ausbügeln.
Ja, ja, ab durch den Kreis. Sieht man vorher schon, Dushibayev läuft durch den Kreis. Sieht Bombac clever, weiß genau, dass es einen 7 Meter gibt und... Juro Dolonats eben erfolgreich, jetzt wieder verkürzt auf 4 Tore und noch 9 Minuten zu spielen. Müssen Gas geben, die Slowenen. Glaubst du, kommt noch irgendwas Verrücktes, offensive Deckung? Oder warten sie nochmal ab, wie die nächsten Minuten die Partie aussieht? Ja, so viel Zeit bleibt hier nicht mehr. Also wenn sie noch was verändern wollen, dann sollten sie es jetzt langsam tun. Dann, ja, wie gesagt, ist ein wichtiges Spiel. Und man sollte auf jeden Fall alles dran legen, eventuell doch noch zurückzukommen. Momentan sieht es aber auch ehrlich gesagt dazu aus, dass die Spanier zu abgezockt sind und momentan so das Blatt auf ihrer Seite haben, würde ich behaupten. Sind ja eigentlich auch so die Meister des Ballverschleppens oder seit vielen Jahren machen sie das überragend. Und denkt nochmal so ein bisschen an Entre Rios, der das auch zur Perfektion hatte oder... Gut verteidigt und trotzdem wieder den Abpraller nicht gehabt, beziehungsweise den Rebound. Schleicht sich jetzt ein bisschen schon durchs Spiel, dass die einige Abpraller nicht haben, die Slowenen. Auch der Wurfversuch bleibt hängen. Stürmerfoul gepfiffen, sehr gut, gegen Dejan Bombac. Und zweite Welle läuft, Spanier wechselt doppelt, deswegen ist hinten eigentlich offen. Umso mehr ärgert es natürlich, dass die Schiris nochmal zurückpfeifen, um die richtige Position des Freiwurfes anzuzeigen. Auch hier wieder in der Situation. Makeda zieht den Spieler an sich, macht ordentlich zu, Auszeit Slowenien. Er wird sich was einfallen lassen müssen. Ja, haben jetzt nochmal die Chance auf 3 zu verkürzen. Am Abwehrstand gerade gut, fand ich. Und ja, hat jetzt nochmal ein bisschen Redebedarf, um vielleicht ein, zwei Sachen anzusagen, die noch eine Trendwende verursachen können. Hier sehen wir nochmal den 7 Meter von Odriozola. Bislang fehlerlos vom Punkt in diesem Spiel. Du hast eben gesagt, Lukas, langsam wird's knapp. Ja, knapp 7 Minuten noch. Aber weiter kein Durchkommen für die etwas kleineren Slowenen gegen diese großgewachsenen spanische Hintermannschaft. Und das ist 7 Meter, Abwehr durch den Kreis. Und er räumt nochmal ab. War super Bewegung vorher mit dem Checkkreuz. Oh, hätte auch schön den Ellenbogen vor hier, in dem Moment die Nummer 4 von Spanien. Aber noch im grünen Bereich. Erster Einsatz für Corrales in diesem Spiel. Gab auch bislang keinen Grund, Perez de Vargas zu wechseln, aber Dolonets eben zweimal in Folge erfolgreich vom 7-Meter-Punkt. Jetzt ist es Corrales, der diesen Ball entschärfen soll, aber Dolonets bleibt cool. Schöner Wurf auch. Lange gewartet. Und Corrales bei weiß Gott auch nicht der kleinste Torhüter. Also den musst du da oben erstmal unterbringen. Wird oft unterschätzt, aber
Wahnsinnsgespann, die beiden. Corrales, viele Jahre schon bei West Brom unter Vertrag, immer wieder in der Champions League unterwegs. Bislang ist es ja West Brom nicht gelungen, diese zu gewinnen, auch wenn sie schon zweimal im Finale standen. Und da hat er mit Sicherheit einen großen Anteil dran. Opa, das ist wieder so ein Hammer. Haben wir schon einige Male gesehen. Ja, das sind die Bälle, die man dann verteidigen muss, wenn man jetzt noch was reißen will. Weiß nicht, ob Slowenien vielleicht doch gleich noch auf 7 gegen 6 geht. Aber ja, jetzt wird es schwierig nach so einem technischen Fehler. Ah, das tut weh. Gerade in so einer Situation, 5-Minuten-Verschluss, wieder ist es Daniel Duschebaev mit seinem nächsten Treffer. Sowas darf dann in solchen Situationen natürlich nicht passieren. Und hier sehen wir den berühmten Vater eben von Thaland. Und Daniel Duschebaev hat es nicht so weit aus Kielce bis nach Krakau. Selber ja auch für Spanien in der Nationalmannschaft gespielt. Welthandballer. In Deutschland auch einige Jahre bei Minden. Guter Pass. Und gute Parade. Mehr als gute Parade. Weit rausgekommen. Eine Maschine im Tor. Ja, Weltklasse. Und wieder, da steht er in der richtigen Ecke, in der Torwart-Ecke. Ich glaube, da kann man auch ganz gut sehen, dass er sich die Wurfbilder der Gegner ein bisschen angeschaut hat, weil der stand schon gefühlt vor dem Wurf in der Ecke und braucht eigentlich nur noch die Arme hochmachen. Ja, er lacht, er hat auch gut lachen und wir hören es im Hintergrund. In Polen wird Eviva España angestimmt. Da kannst du auch mitsingen wahrscheinlich, Lukas, ne? Aber das möchte bestimmt keiner hören hier. Ja, nee, also gesangstechnisch bin ich da nicht so ganz gut aufgelegt. Na, jetzt die Führung, also Chance zur Führung mit 6 Toren bei knapp 4 Minuten zu spielen. Ich glaube, ja, die Spanier können jetzt so langsam den Deckel schon drauf machen. Oh, Alex Duschebaev zeigt ja den Kopftreffer an, aber Slowenien im Gegenschuss. Und dann so ein Fehler von Mackovšek. Ganze rechte Seite ist frei gewesen. Und den macht er rein. Figueras knallt das Ding unter die Latte. Ja, das sind so Dinger, das sind Big Points in der Situation, um noch irgendwie wieder ranzukommen. Leider nicht genutzt. Ja, zu viele technische Fehler und ja, ob es an der Nervosität liegt, glaube ich eigentlich nicht, aber ja, das müssen sie einfach besser dann ausspielen in der Situation und so nehmen sie sich jetzt die Chance und ja, jetzt wird es, ich glaube, fast chancenlos, dass sie es noch schaffen, ohne was vorwegzunehmen, aber 3 Minuten und 6 Tore ist, glaube ich, ja. Dann der nächste No-Look-Pass, der nicht den Weg zum eigenen Mann findet, wieder fast ein technischer Fehler. Wir haben es in der ersten Halbzeit noch so gelobt. Nur 4 technische waren es da auf Seiten der Slowenen. Das hat sich dann ein wenig erhöht in der zweiten Halbzeit. Aber auch bedingt dadurch, dass die Spanier eine fantastische Deckung hier hingestellt haben in der zweiten Halbzeit. Ab der 35. Minute gab es eigentlich kein Durchkommen mehr für die Slowenen. Ja, wirklich große Probleme im 6 gegen 6. Haben ab und zu da mal eine Lücke gefunden und dann war oft dann doch auch wieder Perez de Vargas im Tor und hat die Chancen irgendwie zunichte gemacht. Und ja, deswegen führen die Spanier jetzt auch zurecht mit 6 Toren, finde ich. Und jetzt wieder Dolinets gegen de Vargas. Er bleibt sicher vom Punkt. Freut mich für ihn, dass er gegen seinen ehemaligen Mannschaftskollegen wenigstens das Privatduell vom 7-Meter-Punkt gewinnt. Aber Spanier absolut zu Recht führen hier mit 5 Toren, haben in der zweiten Halbzeit wesentlich besser gespielt als in der ersten. Slowenien probiert es jetzt nochmal hinten raus mit der ganz offensiven 3-2-1-Deckung, ja, fast schon 3-3. Mit Kodrin vorne, Gábor und Janč auf den Halbpositionen, sehr, sehr offensiv, ist vielleicht ein Ticken zu spät. Und spielen das clever aus, das kennen wir von ihnen, machen sie super, nehmen sie ordentlich Zeit von der Uhr. Ganz, ganz souverän und ist so ein typisches spanisches Ergebnis. Kratzen so an der 30-Tore-Marke, lassen aber
Auch in der Situation holen sie nochmal einen raus und wieder ist es Daniel Duschebaev. Ist das der MVP dieses Spiels, Lukas? Er hat auf jeden Fall viele gute, wichtige Entscheidungen getroffen. Die Slowenen haben ihn aber auch machen lassen. Dementsprechend nochmal guter Pass zum Kreis gerade. Aber leider ein bisschen zu spät. So ein bisschen Makulatur jetzt in der Situation. Auch wenn das nochmal gut gespielt wird, aber auch dann vielleicht die Konzentration der Spanier hinten ein bisschen nachlässt. Wenn man mit 6 Toren führt, eine Minute vor Schluss, will man sich auch nicht mehr verletzen. Auch der Pass kommt an von Alex Duschebaev auf Sully. Aber auch zu einfach. Viel zu einfach. Und Übergang nicht richtig abgesprochen, nicht übernommen. Und auf der anderen Seite Jure Dolinets. Und ein wenig Ergebniskosmetik. Fassen wir mal so ein bisschen das Spiel zusammen. Gut angefangen haben die Spanier. 7:2 und 7:3 oder 7:3 geführt. Sah alles nach einem klaren Sieg für die Spanier aus. Dann kämpfte sich Slowenien nochmal richtig ran, brachte die Spanier auch so ein bisschen Schwierigkeiten. Ja, durch deren Abwehr einfach. Mit der ersten Halbzeit, finde ich, haben die Slowenen wirklich sehr, sehr gute Abwehr hingestellt. Kaum Chancen zugelassen. Da hast du dann auch gesehen, dass die Spanier wirklich vor Probleme gestellt wurden. Und ja, das hatte ich mir so ein bisschen erhofft, dass die es dann in der zweiten Halbzeit so fortsetzen, weil ich eigentlich ein ganz gutes Gefühl hatte. Das hat dann vielleicht die ersten 5-6 Minuten ganz gut geklappt. Dann aber Mitte zweiter Halbzeit mussten sie ein bisschen abreißen lassen. Die Spanier haben das, finde ich, sehr, sehr routiniert runtergespielt. Und am Ende finde ich auch dann in der Höhe so hoch gewonnen. Oder mit den 5 Toren, wie sie jetzt am Ende waren, zurecht gewonnen und auch verdient. Definitiv. Man hatte in der ersten Halbzeit so ein bisschen das Gefühl, die Slowenen kommen wieder ran, als die Spanier gewechselt haben. Mit der zweiten Formation, ich nenne sie mal zweite Formation, Canellas und Makeda waren dann auf Rückraum links, Rückraum Mitte, auf der Rückraum links und Rückraum rechts. Auf der Mitte war Valera. Als man dann nachher wieder in die normale Formation gewechselt hat, kam dann die Wende in der zweiten Halbzeit in meinen Augen. Ja, also es lag zum einen natürlich an der Aufstellung der Spanier da nochmal, aber auch finde ich, dass die Slowenen eben nicht mehr diesen Zugriff hatten, den sie dann in den Minuten davor hatten. Und das hat Spanien eben dazu gebracht, leichte Tore zu machen. Beispielhaft wirklich wie Alex Duschebaev dann auch aus dem Prellen kaum angegriffen wurde oder auch Daniel Duschebaev mit 3 Schritten und Prellen einfach mit einem Block auf 6 Meter werfen konnte und das ist dann zu einfach. Das hat den Spaniern dann am Ende einfach auch die einfachen Tore gebracht und in der Abwehr die Sicherheit, die sie dann noch gebraucht haben. Ja, und schlussendlich hat Slowenien dadurch dann eben auch viele einfache Fehler gemacht und Spanien konnte noch aufs leere Tor 2-3 Tore machen und auch viele Gegenstöße noch laufen. Kurz zusammengefasst von dem Kollegen Lukas Blome, Perez de Vargas ausgezeichnet zum MVP, wäre auf jeden Fall auch ein Kandidat von uns gewesen. Wir hatten Daniel Duschebaev noch auf der Uhr, Jure Dolinets auf Seiten von Slowenien auch mit einer sehr, sehr schönen Partie. Hier sehen wir nochmal die Mannschaftskollegen oder ehemaligen Mannschaftskollegen von Barcelona, umarmen sich nochmal kurz. Und wir sind auch schon am Ende fast von unserer Aktion heute hier bei Sportdeutschland TV. Blicken noch mal ein wenig auf die Tabelle in Gruppe 1. Spanien jetzt mit 8 Punkten vor. Frankreich folgt mit 6, Slowenien dahinter mit 4. Werden es wahrscheinlich nicht mehr schaffen, ins Viertelfinale einzuziehen. Wir gehen mal fest davon aus, Spanien und Frankreich schaffen es und sind dann potenzielle Gegner von Deutschland, die ja in der Gruppe an erster Stelle stehen. Zweiter ist Norwegen, beide jeweils 6 Punkte dahinter. Die Niederlande. Ja, Deutschland muss gegen Niederlande noch mal ein bisschen was auf die Platte bringen, um sich dann fürs Viertelfinale zu qualifizieren. Und dann geht's entweder gegen Spanien oder gegen Frankreich. Wen hättest du denn lieber im Viertelfinale? Wir blicken mal ein bisschen voraus, denn auch Marc Bult, viele Grüße nach Holland, sieht Deutschland durchaus im Vorteil. Ja, also erstmal hoffe ich, dass sie es schaffen ins Viertelfinale. Ich glaube, es ist deren großes Ziel. Ist auch alles machbar nach der Vorrunde und nach dem ersten Spiel der Hauptrunde. Aber ich finde, dass die Holländer bis jetzt auch wirklich ein richtig gutes Turnier spielen. Die haben beide ersten Vorrundenspiele mit jeweils 10 Toren gewonnen, haben dann knapp verloren. Aber also die Deutschen sind auf jeden Fall gewarnt. Und das wird kein leichtes Spiel. Und ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich aber auch drauf. Wir freuen uns alle drauf auf die Spiele der deutschen Nationalmannschaft.
die morgen dann auf die Niederlande treffen. Vielleicht könnte das durchaus ein Vorteil sein, dass man kräftemäßig ein wenig zurückschrauben konnte und Holland alles geben musste gegen Katar. Wir gucken noch mal kurz auf die folgenden Spiele, denn gleich ist der werte Kollege aus Hamburg für euch dabei. Er kommentiert das Spiel Brasilien gegen Ungarn. Auch interessante Begegnung, ähnlich stark bei den Mannschaften. Die anderen Spiele Iran gegen Frankreich, die ja auch in Gruppe 1 mit Spanien unterwegs sind, sind mit englischem Kommentar, und Saudi-Arabien gegen Südkorea im President's Cup sind unkommentiert. Ehe dann heute Abend ab 20.15 Uhr Carsten Pitschika, die rechte Seite der Berliner Flügelzange, und Ina Großmann, ehemalige Nationalspielerin für die deutschen Frauen, die beiden Spiele Montenegro gegen Polen und Island gegen Schweden kommentieren. Damit haben die Deutschen jetzt nicht ganz so viel zu tun, aber wir freuen uns natürlich, wenn Deutschland weiterkommt. Ich sag mal danke fürs Co-Kommentieren, lieber Lukas. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Vielleicht setzen wir uns im Auto, quatschen noch ein bisschen über Handball auf dem Weg zurück ins Oberbergische. Ich bedanke mich an alle Zuschauer, die dabei waren. Bleibt weiterhin für Sportdeutschland TV am Ball, denn nirgendwo anders habt ihr alle Spiele, alle Tore der Handball-WM in Polen und Schweden. Also, ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Viel Spaß und bleibt am Ball.